finde, Europa, das kann man gar nicht mehr so richtig abgrenzen, weil ich finde, die Grenzen, die werden alle so weitläufiger, sie werden offener. Jeder darf eigentlich in Europa rein. Europa spielt eine große internationale Geschichte. Also Europa ist eigentlich, ja, ich meine, Europa ist vielleicht nur so auf der Karte, dass ein großer, kleiner Kontinent sozusagen. Aber ich glaube, dass Europa weitläufigere Arme hat, als jetzt das auf der Karte abgebildet ist. Ich sehe Europa auch in einer wirtschaftlich wichtigen Position, global gesehen. Wenn man sich jetzt mal das Bruttoinlandsprodukt, also Bruttoinlandsprodukt der ganzen EU anschaut, dann ist das vergleichbar mit dem in den USA. Wenn man jetzt zum Beispiel Amerika oder Russland als Mächte deine Gegner sind, die sind viel einseitiger geprägt. Und da gibt es nicht so viele verschiedene Gedanken, die eine Einheit zusammenbilden möchten. Und deswegen glaube ich, dass Europa in der Zukunft auch eine wichtige Rolle einnehmen wird. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass es so einen Zusammenhalt gibt, was es ja früher nicht gab, dass es jetzt eine EU gibt. Was ich nicht so gut finde, ist, dass sie sich in jeden Krieg eigentlich einmischen müssen, was denen eigentlich gar nicht angeht. Für mich ist Europa auf einem aufsteigenden Ast, da man in all den Jahren, die man jetzt ja schon als Länder in einer Gemeinschaft lebt, von den anderen gelernt hat und daraus jetzt halt auch politisch positive Schlüsse ziehen kann. Zum Beispiel, wenn es halt darum geht, zu vermitteln in der Welt. Ich denke mal, in Europa hat man häufig genug Kompromisse geschlossen und hat man häufig genug sich auseinandergesetzt mit den Interessen des anderen, sodass da, denke ich mal, eher als von einer großen Weltmacht auch sehr gute Impulse ausgehen können.